Bislang streitet er alles ab. Doch sollten sich die Vorwürfe gegen Hans-Michael Strepp erhärten, wäre das ein handfester Skandal. Der CSU-Sprecher soll versucht haben, sich in die Berichterstattung des ZDF einzumischen, um dem politischen Gegner SPD zu schaden. Für Horst Seehofer ein äußerst heikler Fall. Gerade noch hat der Ministerpräsident von der absoluten Mehrheit im Land geträumt. Da kann er so eine Affäre überhaupt nicht gebrauchen. Die heutige Ministerpräsidentenkonferenz in Weimar hat Horst Seehofer abgesagt. Nach dem Vorwurf, sein Pressesprecher Hans-Michael Strepp habe versucht, unliebsame Berichterstattung des ZDF zu verhindern, brennt es offenbar unter dem Dach der CSU. Strepp soll versucht haben, einen Bericht über die bayerische SPD zu stoppen. Ansonsten werde es Diskussionen nach sich ziehen, soll Strepp gedroht haben. Es wäre inakzeptabel, aber meine Information bis zur Stunde ist so, dass es so nicht war. Sogar innerhalb der schwarz-gelben Koalition in Berlin wächst der Druck auf den bayerischen Regierungssprecher. FDP-Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger forderte eine umgehende Erklärung Strepps. Der Seehofer-Sprecher bestätigte einen Anruf, bestreitet in einem Brief an das ZDF aber den Versuch der Beeinflussung. Bei der bayerischen SPD ist man empört. Insgeheim dankt man wohl aber für diese Wahlkampfmunition. Eine Partei, die tatsächlich die absolute Mehrheit schon im Sack hat, zeigt keine derartige Nervosität. Kenner Strepps halten es für eher unwahrscheinlich, dass der erfahrene Jurist sich eigenständig zu solch einem Telefonat entschlossen hat. Noch dazu direkt in die Redaktion, dies wäre nicht sein Stil. CSU-Generalsekretär Dobrindt stützt jedenfalls die Strepp-Version. Anruf ja, Beeinflussung nein. Fragt sich also, wer Strepp womöglich dazu angehalten hat. Das will heute auch der Bayerische Landtag wissen, für dessen Sitzung Landeschef Seehofer seine Termine sausen lässt.